Hey Leute, what's up? Ich bin's Colin, euer Tech News mit eurem Technikkanal hier auf YouTube. Heute wieder mit den Tech News, also meine Top 5 Meldungen aus dem Bereich der Technik der letzten Zeit. Los geht's! Anfang des Jahres hat Intel ja auf der CES 2015 neue Intel Compute Sticks vorgestellt, so kleine HDMI-Sticks, die man an den Fernseher oder an Bildschirme anschließen kann. Die Dinger funktionieren ähnlich wie Chromecast oder Fire TV, nur dass es ganze Rechner sind. So langsam gibt es immer mehr Hersteller, die auf diesem Zug aufspringen. Für ungefähr 130 Euro gibt es diese HDMI-Sticks und ich frage mich immer, warum? Ich meine, wenn ich auf der Couch surfen will, dann gehe ich nicht an den Fernseher, nein, dann hole ich mir mein Tablet, mein Smartphone oder mein Laptop und surfe da drauf. Wenn ich Videos angucken will, benutze ich mein Chromecast oder sonst irgendwelche Alternativen. Warum also 120 Euro für einen HDMI-Stick ausgeben, auf dem Windows läuft? Vor allem ist die Hardware in den Dingern so schlecht, dass man da gar nicht so viel mitmachen kann. Also wenn ihr dafür einen Einsatzzweck wisst, dann schreibt es mir unten in die Kommentare, ich will es wissen. Und bleiben wir auch gleich mal bei Windows. Mit Windows 10 startet ja nächsten Monat die neueste Version des Betriebssystems und es soll erstmals auch auf USB-Sticks ausgeliefert werden. Bedeutet, wenn ihr Windows 10 kauft, könnt ihr eventuell auch die Möglichkeit haben, einen USB-Stick zu kaufen. Finde ich persönlich super genial. Ich habe seit einigen Jahren eigentlich kein DVD-Laufwerk mehr irgendwo in einem PC. Ich meine, MacBook ist ja eh klar, dass das keinen hat, aber auch mein großer PC. Ich habe kein DVD-Laufwerk eingebaut. Ich wüsste nicht wofür. Deswegen meiner Ansicht nach super, dass Microsoft Windows 10 ab jetzt auch auf USB-Sticks verkaufen will. Gut gemacht. News Nummer 3 ist nochmal was Microsoft super gemacht hat. Auf der E3 haben sie dieses Jahr vorgestellt, dass die Xbox One jetzt Abwärtskompatibilität hat. Wobei nicht jetzt, sondern später dieses Jahr, ich glaube Oktober oder so. Wie geil ist das denn bitte? Ganz ehrlich, bei der Wii U war es zum Beispiel bei mir so, ich habe sie mir nur gekauft, weil ich wusste, okay, die Wii-Spiele laufen auch drauf, die Wii kann weg, die Wii U kommt her. Ich habe jetzt noch eine Xbox 360, hatte eigentlich keine Intention, eine Xbox One zu kaufen und jetzt wackelt diese Entscheidung so ein bisschen. Solltet ihr also ein Xbox 360 Spiel haben, könnt ihr das einfach in die Xbox One reinschieben, ein bisschen was downloaden und schon könnt ihr zocken. Und scheinbar geht das auch mit DLCs, sofern der Entwickler das Ganze abgesegnet hat. Geile Sache. Ist für euch Abwärtskompatibilität bei Konsolen genauso ein wichtiges Thema wie bei mir auch? Schreibt es mir unten in die Kommentare. News Nummer 4 ist ein richtiger Fail und zwar geht es um dieses Spiel. Batman Arkham Knight ist letztens erst rausgekommen. Richtig gutes Spiel scheinbar. Die alten Spiele waren auch super geil. Jetzt aber rausgekommen, nee, das läuft gar nicht so gut. Die PC-Version ist wirklich so schlecht portiert, dass richtig krasse Performance-Einbrüche kommen. Es läuft quasi auf so gut wie keinem System stabil. Das kann es doch einfach nicht sein, oder? Das ist das Spiel dieses Jahr, was so rauskommt, oder eines der sehr wichtigen Spiele. Jetzt ist es sogar so weit gegangen, dass die PC-Version erstmal nicht mehr verkauft wird, bevor das Ganze rausgefunden wird, was falsch ist und was man besser machen kann, bis der Patch draußen ist, whatever. Habt ihr schon mal richtig schlechte PC-Portierungen gespielt? Schreibt es mir unten in die Kommentare oder geht euch das alles am Arsch vorbei, weil ihr eh nur Konsolen spielt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das richtig, richtig arm. Einen kleinen Vorteil hat das Ganze, die Download-Versionen fallen gerade extremst im Preis. Man bekommt dieses Spiel, obwohl es erst letzte Woche oder so rausgekommen ist, wirklich für unter 20 Euro. Das ist gigantisch und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass sie so verkackt haben. In der News Nummer 5 geht es um das OnePlus One 2. Am 28. Juli nächsten Monat, also einen Tag bevor Windows 10 rauskommt, soll das Ganze vorgestellt werden, aber nicht eine schnöde, normale Vorstellung. Nein, es wird eine eigene App geben, mit der man dann mit Google Cardboard einen virtuellen Raum erkunden kann und da das OnePlus One 2 kennenlernen. Geile Sache. Hardware-technisch ist schon so einiges bekannt, zum Beispiel soll wahrscheinlich ein Snapdragon 810 verbaut sein als Prozessor, bedeutet super schneller Prozessor, auch in der neuesten Version, der nicht überhitzt. Das war ja so ein Problem am Anfang. Als Anschluss kommt ein USB-Typ-C-Anschluss. Das dürfte, glaube ich, das erste Android-Gerät sein, das einen Typ-C-USB-Stecker hat. Richtig genial. Ich bin ja mal echt gespannt auf die Vorstellung von OnePlus One 2, weil das OnePlus One ja schon ordentlich aufgeräumt hat damals. Also ich meine, da waren, glaube ich, sehr viele große Firmen wütend, dass so ein kleines Unternehmen aus China da so ordentlich Radau macht und so viele Geräte verkauft, das fanden die, glaube ich, gar nicht so geil. Deswegen bin ich auch sehr gespannt auf den Nachfolger, ob sie das Qualitätsniveau halten können, gleichzeitig das Verkaufsmodell nicht ganz so verkacken wie letztes Mal und vielleicht den Preis ähnlich tief ansetzen werden. Was haltet ihr vom OnePlus One 2 oder schaut ihr dieses Video gerade sogar auf einen OnePlus One? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Das war's dann auch schon diese Woche mit euren Tech News. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Ich bin's Colin, euer Tech News. Ciao!